Heute in der Sendung Seniorenbegleitung als Dienstleistung, Hilfe auch neben Pflegedienst und Co. Und wir sprechen mit den ImpfbegleiterInnen der Diakonie. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Die meisten von uns kommen irgendwann in ein Alter, in dem man Unterstützung braucht. Pflege- und Krankendienste sind dann eine Option. Diese haben aber meist nicht die Zeit, um sich beispielsweise um die Einrichtung von Handys zu kümmern oder um bei der Wohnungssuche zu helfen. Joscha Weidenfeld hat Caroline M. Fricke getroffen, die sich letztes Jahr als Seniorenbegleiterin selbstständig gemacht hat und hat einiges über die neue Dienstleistung herausgefunden. Um die Arbeit einer Seniorenbegleiterin abzubilden, sollte dieser Termin eigentlich mit den Protagonisten, den Seniorinnen und Senioren, stattfinden. Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, haben wir in dieser Zeit darauf verzichtet. Aber was macht denn nun eine Seniorenbegleiterin? Also ich fange quasi da an, wo der klassische Pflegedienst aufhört. Sprich, ich übernehme alle Aufgaben, die ein älterer Mensch alleine nicht mehr bewältigen kann. Das fängt an beim Einkauf, über die Büroarbeit und die Begleitung zu Ärzten, Behörden etc., aber auch die Begleitung zu kulturellen Veranstaltungen übernehme ich. Caroline M. Fricke ist eigentlich Juristin und hat in der Immobilienwirtschaft gearbeitet. Diese Arbeit hat ihre Leidenschaft in der Arbeit mit älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern geebnet. Bei meiner letzten Stelle hatte ich sehr viel mit älteren Menschen zu tun, weil ich Servicewohnungen für Senioren verwaltet habe und habe da eigentlich gemerkt, dass mir das sehr liegt und dass mich das erfüllt hat und mir sehr gefallen hat. Und habe dann gedacht, das mache ich jetzt quasi alleine auf eigenen Beinen. Es ist so, dass die Pandemie immer noch wütet. Wir treffen uns draußen mit Abstand. Inwieweit macht die Pandemie Ihnen einen Strich durch die Arbeit mit Senioren der vulnerabelsten Gruppe? Also natürlich fällt ein Großteil meines Angebotes weg. Der Besuch von kulturellen Veranstaltungen, von Museumsbesuchen fällt weg. Aber auch das gemeinsame Kaffee trinken oder die Restaurantbesuche sind aktuell nicht möglich. Und natürlich wird mir der Besuch auch erschwert. Ich besuche die Senioren natürlich nur mit FFP2-Maske und unter Einhaltung der Abstandsregeln. Das macht das Ganze natürlich komplizierter, ne? Sie sind in der freien Wirtschaft tätig, Sie verdienen damit Ihr Geld. Wie kann ich mir die Bezahlung vorstellen? Haben Sie so einen Leistungskatalog, dass man sagen kann, okay, eine Rechnungsprüfung kostet so und so viel Geld, Einkaufen kostet so und so viel Geld, wenn ich mich mit Ihnen hinsetze, eine Tasse Kaffee trinke, Mensch, ärgere dich nicht, spielen, kostet so und so viel Geld, wie ist das? Genau, so ungefähr ist es tatsächlich. Ich habe für die Dienstleistung einen festen Stundensatz und vereinbare vorab immer ein kostenloses, unverbindliches Erstgespräch mit dem Kunden und dann schauen wir uns an gemeinsam, was er sich wünscht, was er braucht und dementsprechend kann ich dann den Stundensatz nennen und am Monatsende kann ich eine entsprechende Rechnung erstellen. Obwohl einige Leistungen von der Pflege- oder Krankenkasse teilweise übernommen werden, ist diese Art der Seniorenbegleitung in vielen Fällen an Zuzahlungen geknüpft. Und jetzt kommen die Meldungen des Tages. Heute für Sie zusammengefasst von Martin Schlüter. In Hannover wurde heute das Impfzentrum für Region und Stadt auf dem Messegelände in Betrieb genommen. Ab sofort können 450 Menschen pro Tag geimpft werden. Das ist für uns heute ein guter Tag, weil das Impfzentrum heute richtig geöffnet ist, auch für den Publikumsverkehr. Wir können leider vorerst nur 450 Impfungen pro Tag anbieten. Der begrenzende Faktor ist dabei der Impfstoff. Ich hoffe auch, dass wir diese Frage schnell geklärt bekommen, sodass wir hier die volle Leistungsfähigkeit ausschöpfen können. Im Zentrum durchlaufen Personen eine Impfstraße. Von der Anmeldung bis zur Impfung vergehen 30 Minuten. Sollte in Zukunft mehr Impfstoff zur Verfügung stehen, könnten so bis zu 1000 Menschen am Tag geimpft werden. Doch wann das möglich sein wird, bleibt aufgrund Unsicherheiten in der Produktion weiter offen. Wir werden
Am Samstag veranstaltet die CDU Niedersachsen ihren ersten digitalen Landesparteitag. In einer Pressekonferenz hat der Landesvorsitzende Bernd Althusmann gemeinsam mit Generalsekretär Sebastian Lechner über den Ablauf informiert. Vorbild ist der Bundesparteitag von vor rund 2 Wochen. Die CDU ist unzweifelhaft die modernste und digitalste Partei Deutschlands. Das hat der Bundesparteitag gezeigt und wir werden mit einem deutlich geringeren Budget als Niedersachsens CDU dennoch versuchen, alles das möglich zu machen, was in einer Pandemie möglich ist. Neben Bernd Althusmann werden am Samstag auch der Bundesparteivorsitzende Armin Laschet sowie CSU-Chef Markus Söder und Bundespräsident AD Christian Wulff als Überraschungsgast sprechen. Zum 30. September 2021 schließt der Realmarkt an der Davenstädter Straße in Hannover-Linden. Das Düsseldorfer Unternehmen hat bekannt gegeben, dass trotz intensiver Bemühungen und Gespräche für den Markt in Hannover-Linden kein an einer Übernahme interessiertes Unternehmen gefunden werden konnte. Die Schließung geschieht aufgrund der fehlenden wirtschaftlichen Perspektive. Für alle RealmitarbeiterInnen vor Ort gilt in diesem Fall ein Sozialplan, der mit dem Real-Gesamtbetriebsrat vereinbart wurde und durch den die 103 Personen, die in dem Markt in Hannover-Linden tätig sind, abgesichert werden. In öffentlichen Einrichtungen sind medizinische Masken jetzt Pflicht. Als besonders sicher gelten dabei die FFP2-Schutzmasken. Diese sind aber relativ teuer und müssen entweder aufwendig gereinigt oder eben neu gekauft werden. Die Initiative Soli statt Hamster kritisiert das und hat die Aktion Schutz für alle ins Leben gerufen. Der Sprecher der Initiative, Jonas Negenborn, ist heute im Studio. Hallo, Herr Negenborn. Hallo, guten Tag. Wieso haben Sie denn die Aktion Schutz für alle ins Leben gerufen? Ja, weil uns relativ schnell klar geworden ist, dass als diese Maskenpflicht, jetzt auch die medizinischen Masken, ob das jetzt OP-Masken oder FFP2-Masken sind, einberufen wurde, da kam relativ schnell auch in den Pressekonferenzen raus, ja, okay, es wurde halt auch nicht an alle eigentlich dabei gedacht. Ja, also es wurde dann gesagt, ja, wir haben jetzt ja auch die billigen OP-Masken da reingenommen. Und da ist für uns eigentlich sofort klar gewesen, das ist eigentlich nicht hinnehmbar. Ja, also sollen jetzt Leute, die einfach nicht genug Geld haben, die günstigen und damit auch schlechtere Masken sich kaufen nur. Und deswegen haben wir gedacht, okay, wenn das staatlich nicht organisiert wird, dann versuchen wir das halt aus der Gesellschaft heraus. Und genau deswegen haben Sie sich wahrscheinlich auch für die FFP2-Schutzmasken und gegen die medizinischen entschieden? Genau, es gibt ja verschiedene Studien über die Wirksamkeit von Masken. Also es gab es ja auch schon, als wir Stoffmasken noch tragen durften. Und da war ja immer klar, okay, Stoffmasken, das ist irgendwie ganz nett irgendwie und hilft so ein bisschen. Aber es ist eigentlich immer schon klar, FFP2-Masken und auch OP-Masken sind diejenige Schutzausrüstung, die im Alltag eigentlich den besten Schutz liefert. Ja, und wir sehen hier jetzt auch so ein bisschen als symbolisches Zeichen einfach, ja, dass wir sagen, alle müssen den bestmöglichen Schutz im Alltag gestellt bekommen. Und deswegen haben wir diese Aktion jetzt eben mit FFP2-Masken speziell ins Leben gerufen. Und wie und wohin verteilen Sie denn die Masken, wenn Sie die Spendengelder bekommen haben? Ja, wir versuchen da mit verschiedenen Institutionen zusammenzuarbeiten. Also jetzt waren wir am Hauptbahnhof, am Kontaktlager Necki zum Beispiel, die Masken dann selber benutzen, um die an ihre Klientinnen und Klienten, an die Obdachlosen dort zu verteilen. Wir suchen die Gespräche zu den Tafeln und dergleichen, um eben diese verschiedenen Personengruppen, die man so ein bisschen jetzt im Blick haben muss, auch erreichen zu können. Und auch hier vielleicht schon auch der erste Appell, wenn jemand sagt, ja, wir brauchen auch FFP2-Masken, ob das jetzt privat ist oder ob das auch eine Institution ist, die können sich auch gerne an uns wenden und wir helfen dann da gerne. Und wann rechnen Sie mit dem Ende der Aktion oder bleibt die fortwährend bestehen? Ja, wann rechnen wir mit dem Ende von Corona? Ich glaube, das ist so ein bisschen der springende Punkt. Man muss jetzt ja auch sehen, es gab jetzt ja auch von der Bundesregierung das Einlenken. Ja, es soll jetzt ja diese Gutscheine verteilt werden. Ob das aber alles so wirklich greift, da bin ich mir unsicher. Da sind auch Vertreterinnen und Vertreter der Institutionen sich unsicher. Deswegen, wir werden das so lange weiterführen, wie lange der Bedarf da ist. Und meine schlechte Vermutung wäre, dass das bis zum Ende der Corona-Krise noch dauern wird. Und das ist ja noch nicht absehbar. Gut, dann vielen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne, danke schön. Mit dem Impfstart gegen das Coronavirus im Dezember sollte der Weg raus aus der Pandemie endlich beginnen. Jetzt hakt es. Als Reaktion auf die strategischen Probleme in Deutschland und Lieferschwierigkeiten der Impfstoffhersteller an die EU wurde sogar ein Impfgipfel einberufen. In Hannover wurde in Eigeninitiative unterdessen ein Projekt gestartet. Es werden Impfpatinnen und Impfpaten gesucht. Seit Mitte Dezember stehen die Impfzentren in Niedersachsen bereit, um nach und nach die Bevölkerung gegen das Coronavirus zu impfen. Zunächst sind dabei die Ältesten an der Reihe.
Diese Gesellschaftsgruppe, das weiß Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes, stellt sich aber seit der Freischaltung der Impfhotline am Freitag viele Fragen. Wer organisiert den Termin? Was mache ich, wenn immer nur besetzt ist? Wie soll das gehen? Und da haben wir uns überlegt, schon vor 2-3 Wochen, wir würden da gerne einen Service anbieten, dass wir uns um die Terminfindung kümmern und mit der gleichen Person auch den Fahrdienst organisieren. Ein Angebot zur Impfbegleitung. Dieses ambitionierte Projekt hat die Evangelische Kirche gemeinsam mit dem Diakonischen Werk Hannover in den letzten Wochen entwickelt. Organisator ist Diakon Johannes Meyer. Wir haben E-Mails gekriegt von Menschen aus Hannover, Menschen, die 70 oder 80 sind. Und wir kennen die. Und das sind Leute, die sind richtig tough, die haben früher Firmen geleitet. Die haben gesagt, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Ja, also das finde ich schon beeindruckend irgendwie. Das hat uns dazu gebracht, darüber noch mal ein bisschen intensiver nachzudenken. Zunächst startet die Aktion mit 10 Autos und 40 FahrerInnen im Stadtteil Ledeburg-Stöcken. Nach und nach soll die Impfbegleitung dann auf weitere Stadtteile ausgeweitet werden. Es sei eine Planung ins Blaue, wie Meyer erklärt. Aber gerade brauche es mutmachende Aktionen und es sei eben auch nicht die Zeit, alles genau durchzuplanen. Ich denke, wenn das Konzept ganz zu Ende ist und alles hundertprozentig geplant ist, dann ist die Pandemie vorbei. Ja, das können wir uns gar nicht erlauben. Und darum müssen wir so ein bisschen mit schwimmenden Grundlagen auch arbeiten. Dass die Bereitschaft zu helfen groß ist, zeigt unter anderem die Per-Mertesacker-Stiftung. Sie stellte aus Eigeninitiative sofort Kleinbusse und FahrerInnen zur Verfügung. Der Staat kann ja nicht alles alleine organisieren, sondern wir brauchen halt aktive Bürger oder auch aktive Unterstützer. Wir sind jetzt ja auch als Bürger unterwegs, aber im Namen der Stiftung. Und wie soll es denn sozusagen die staatlichen Institutionen alleine das Ganze bewältigen? Wir reden ja über eine Impfung von, ich glaube, 60 Millionen, die sich jetzt mittlerweile impfen lassen wollen, auch Gott sei Dank. Und wenn man davon ein guten Fünftel haben, die eben nicht mobil sind, die Unterstützung brauchen, glaube ich, ist das nur zu bewerkstelligen, wenn viele helfende Hände mit anfassen. Der Staat kann nicht alles organisieren. Das ist das Grundverständnis der Menschen, die dieses Projekt ins Leben gerufen haben. Der Staat sieht das aber in Teilen anders, so erklärte Landeswirtschaftsminister Bernd Altusmann am Montagvormittag. Wir müssen umgekehrt viel besser organisieren. Wie bekommen wir die Menschen sowohl durch die mobilen Teams als auch vor Ort oder aber dann auch transportiert mit Taxen, mit Kleinbussen, mit Shuttle-Service. Wir müssen den Shuttle-Service organisieren. Das sind wir den älteren Menschen, gerade den über 80-Jährigen, aus meiner Sicht schuldig, wie wir das am besten organisieren seitens des Sozialministeriums und des Innenministeriums. Darüber werden wir innerhalb der Landesregierung weiter beraten. Bis hier am Impfzentrum an der Messe in Laatzen Hochbetrieb herrscht, muss also noch einiges passieren. Gut zu wissen, dass Ehrenamtliche das aufzufangen versuchen, was der Politik Sorgen bereitet. Wer nach diesem Beitrag nun auch ImpfbegleiterIn werden möchte, kann sich bei der Freiwilligenagentur Wedemark melden. Die suchen nämlich noch FahrerInnen, die bereit sind, SeniorInnen von der Wedemark bis zum Messegelände in Hannover zu fahren und dort auch zu begleiten. Und das war's heute für 05.11. Morgen um 18.45 Uhr geht es weiter mit einer neuen Ausgabe. Machen Sie's gut und bleiben Sie gesund.